Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Heute habe ich richtig interessante Informationen für euch, lange schon ersehnt, wird, dass die Level Gap Obergrenze von 500 endlich mal angehoben wird. Da soll was in der Mache sein, auch wenn sich vor vielen Monaten einer der offiziellen Respawn Mitarbeiter dagegen ausgesprochen hat, scheint da was in der Mache zu sein. Und auch das komplette Drumherum, wie das Entwicklungssystem funktioniert, soll überarbeitet werden. Watson und Krypto sollen einen Buff bekommen. Steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich rede über einen Seer-Nerf. Wer übrigens das Video von gestern nicht gesehen hat, ich blende euch das hier nochmal ein, verlinke das nochmal. Dort rede ich über einen Prowler und Seer-Nerf. Über den Seer-Nerf ist jetzt schon mehr bekannt, was genau da passieren soll. Ich rede über Cross-Progression, Next-Gen-Update und ein Rampart-Town-Takeover in diesem Video. Wer das nicht gesehen hat, sollte da unbedingt nochmal reinschauen. Da gibt es richtig interessante Informationen. Und um das Town-Takeover-Event rund um Rampart geht es gleich auch noch. Da habe ich ein bisschen Videomaterial von einem Dataminer. Ich habe keine Ahnung, wie der dieses Video erstellt hat. Auf jeden Fall fangen wir erstmal mit einer uninteressanten Sache, zumindest von allem, was ich habe, nicht so spannendem an. Es gibt drei verschiedene Tage, an denen nochmal ein Flash-Event startet. Das sind diese Events im Arena-Modus, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Da ich Arena so gut wie nicht spiele, bin ich da nicht so ganz konform. Am 10. August soll das nächste Flash-Event starten bis zum 17. Dann gibt es eins vom 24. bis 31. August. Und vom 7. bis 14. September gibt es nochmal ein Flash-Event. Das ist das, was jetzt eher nicht ganz so interessant ist. Krypto und Watson. Habe ich gestern gefunden, diesen Post. Respawn plant, und das ist ja schon nichts Neues, das geht ja schon seit Season-übergreifend, gibt es die Information, dass Krypto und Watson eigentlich schon lange irgendwie mal einen Buff bekommen sollen. Gerade Watson warten wir schon seit lange angekündigt auf ein Rework, könnte man schon fast sagen. Respawn plant definitiv etwas für Krypto und Watson. Wann genau, steht leider immer noch nicht fest. Also da lassen sie sich wirklich sehr, sehr lange Zeit. Und gerade für Krypto soll es wohl so sein, dass die Drohne effektiver nutzbar sein soll. Dass das nicht ewig dauert, bis man die aktiv hat. Und vielleicht so mehr. Also das soll alles flinker passieren. Hier steht, maybe a way to use the drone on the fly. Das soll bedeuten, dass die einfach schneller einsatzbereit sein soll. Also nicht die Cooldown, sondern im Allgemeinen. Wie genau, keine Ahnung, müssen wir mal sehen. Und wie gesagt, Watson, da soll einiges passieren. Steht aber leider immer noch in den Sternen, weil man muss einfach leider sagen, so interessant die ganzen Legenden sind, gerade die beiden sind wirklich sehr uneffektiv. Leider, wie ich finde. Jetzt kommen wir zum Seer. Nerf, da ist jetzt schon bekannt, was genau passieren soll, das ist aber nicht das Einzige, da soll noch mehr kommen, was genau. Wir reden jetzt einfach über die taktische Fähigkeit, und zwar um diese geht es, weil die taktische Fähigkeit kann so viele Sachen auf einmal. Definitiv soll der Flash-Effekt oder Flash-Bang-Effekt, keine Ahnung, wie man den genau nennt, bei der taktischen, der soll definitiv zu 100% entfernt werden. Bedeutet, wenn du diese taktische von einem Gegner abbekommst, wirst du kurz wie geblendet, wie so ein weißer Blitz. Der ist zwar nur sehr kurz, aber der soll definitiv komplett wegfallen. Und weitere Balance-Updates sollen noch kommen oder weitere Justierungen im selben Patch wahrscheinlich. Also was da noch alles passiert, ich gehe davon aus, dass verschiedene Cooldown-Zeiten, sowohl für die taktische vielleicht oder auch die ultimative Fähigkeit werden vielleicht angepasst oder dass bei der taktischen vielleicht sogar, wenn wir da Gegner markieren, dass es vielleicht nicht 8 Sekunden hält, sondern nur 6 Sekunden. Das ist so etwas, was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte. Jetzt kommen wir zur Level Gap Obergrenze und da warten schon sehr, sehr viele drauf. Seit wahrscheinlich über einem Jahr und länger sind viele schon Level 500 und einige finden es sehr, sehr traurig oder viele sehr, sehr schade, dass man grindet und grindet und grindet, aber eigentlich passiert gar nichts mehr. Es soll so sein. Respawn arbeitet an einem bedeutenden Update des gesamten Fortschrittssystems. Wie genau? Natürlich noch keine einzelnen Informationen, aber dass da was in Arbeit ist, ist schon mal eine sehr, sehr geile Sache, wie ich finde. Dieses beinhaltet auf jeden Fall die Erhöhung der Level-Obergrenze und ein paar kleine Änderungen sowie größere Änderungen an der Fortschrittmechanik, die aber noch nicht fertig sind. Also das heißt, es dauert auch hier noch eine Weile, also nicht vor Season 11, vielleicht sogar Season 12, was ich auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache finde. Und jetzt last but not least, Lars, jetzt fange ich schon wieder so an. Habe ich noch einen kurzen Clip für euch.
Ich habe gestern im Video, was ich ja vorhin verlinkt habe, über das Town Takeover Event von Rampart gesprochen, was ja kurz nach Split 2 auf World's Edge starten soll. Und ich zeige euch jetzt die Bereiche der Schilder bei Lavastadt, wo das sein soll. Und zwar hat das Kral oder Kral Rindo, ein Dataminer, veröffentlicht, wie der das genau anstellt. Ob der da selber Zugriff hat in den Quellcodes und da auf der Map das irgendwie zusammengebastelt hat oder ob er, keine Ahnung, dieses Material, also wie das entstanden ist, ich kann es euch absolut nicht erzählen, ob der Typ das da selber so reingebastelt hat, diese Schilder, oder ob er vielleicht, ich sag mal, inoffizielle Quellen hat zu Respawn und er sich da das Material herholt, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall soll da zwischen diesen beiden Schildern das Town Takeover Event rund um Rampart stattfinden. Wer da noch ein paar Einzelheiten wissen will, sollte das letzte Video von gestern, wie gesagt, sich noch reinziehen. Ich freue mich jetzt über jeden Daumen nach oben, aber wenn ihr neu seid, wie immer, wenn ihr neu seid, haut ein Abo raus, würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr nicht neu seid. Natürlich auch, falls ihr das noch nicht getan habt. Das war es jetzt von mir. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ich bin in den Kommentaren gespannt, was ihr von dem Inhalt haltet. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.